Ja, werte Gäste, im Namen der Besatzung des Fahrgeschiffs Schnatermann heiße ich Sie recht herzlich willkommen an Bord zu unserer Überfahrt in Richtung Schnatermann und den Herren und Vätern dann noch einen angenehmen Feiertag. Ich mache mal die wichtigsten Sachen zum Anfang, daher nicht wundern. Es sind nicht alle Einheimische, aber die Einheimischen, bei denen ist in 5 Minuten meist das Ohr zu und dann wird auch nicht mehr zugehört. Das ist auch okay, aber jetzt bitte ich einmal drum. Ich hatte es vorhin schon am Eingang des Öfteren erwähnt. Wir machen eine zusätzliche Abfahrt außerhalb des Plans, die ist um 18.10 Uhr, das ist schon mal gehört haben. Ne? Ansonsten reguläre Abfahrt immer zu den Abfahrtzeiten, die dann sind 13.30 Uhr und 16.30 Uhr plus 18.10 Uhr. Ansonsten ist es dann eben so, dass wir die Zeit über, die wir jetzt am Schnatermann festgemacht haben, 12.15 Uhr, dass wir dann eine Viertelstunde liegen. Also wer dann irgendwie das Bedürfnis hat, schon früher zurückzukommen, tun sich keinen Zwang an, ne? Sie können dann schon zurück an Bord kommen. Geschadet sind wir jetzt erstmal auf dem Fahrer des alten Stroms und da kurz zu unserer Person. Mein Name ist Steven, ich mache das hier 21 Jahre in dem Unternehmen. Mit mir an Bord heute die Matze, das ist die mit dem Zopf nach hinten, mit den längeren Haaren. Hat unser Team vor 3 Jahren verstärkt und die Jule, die ist vor 2 Jahren ja, vom Bodensee wieder zurück in ihre erste Heimat gekommen und hat da unser Team verstärkt. Der alte Strom, der war bis 1897, rund 600 Jahre, die einzige Verbindung für die Hansestadt. Hier musste sämtlicher Dampf- und Segelschiffsverkehr dann durch, der Stadt und Seewärts wollte. Und der alte Strom als Straße, über den Sie an Bord gekommen sind, ist die älteste, damit auch die erste Straße von Warnemünde, die zweitälteste direkt dort hinter der Alexandrinstraße. Wenn Sie einen Spaziergang in Warnemünde machen, können Sie feststellen, dass die ehemaligen Kapitäns- und Fischerhäuser auch nur in der Föhr- und Achterweg stehen, in der Vorder- und Hinterreihe. Aus beiden Straßen ist Warnemünde Mitte des 19. Jahrhunderts weitergewachsen. Wir drehen in den neuen Strom, während wir das tun, ein bisschen Kunst zu gucken. Wir haben hier rechts die Esperanza. Das ist Bronze mit Blattgold vergoldet. Grüßt seit 17 Jahren die Seeleute, die von See kommen. Das ist ein Stück für euch noch. Offenbar Wiederkehr für den Seemann. Und auch das Altmetall. So ein begehrtes Altmetall. Und links der weiße Klotz auf dem Sockel, das ist die Weinende. Die Weinende beweint die Seeleute, die in See geblieben sind. Das macht sie seit den 90ern. Als sie eingeweiht wurde, hat die Hälfte im Publikum mitgeweint, weil die so entsetzt waren vom Aussehen. Es wird ja auch ein Mohlmonster genannt oder wenn eine Möwe drauf sitzt, dann ist es die Bekackte. Ist so. Und im Ausgang hier vor uns dann die Berlin, die ist auf dem Weg nach Gezer in Dänemark, hat eine Stunde 40 Minuten Fahrzeit, können Sie selbst lesen, Hybridfähre. Ab jetzt wird sie dann auf den Generator zurückgehen, im Hafen wird rein elektrisch gefahren. Und das macht man, um die Luftqualität hier im Hafen zu verbessern. Und obendrauf können Sie mit einem Flettner-Rotor 8000 Kilowatt Vortrieb erzeugen über den Wind. Die Röhre wird mit 170 Umdrehungen gedreht. Wenn der Wind an der Röhre vorbei will, geht es auf der einen Hälfte mit der Drehrichtung, auf der anderen gegen. Dadurch entsteht ein Wirbel und der Wirbel zieht am Rohr. Und das ist das dritte Newtonsche Gesetz, was da wirkt. Und dementsprechend kann man da eine Menge Sprit einsparen. Warnemünde zu der Ette wird durch 3 Gebäude geprägt. Die stehen alle auf der rechten Seite. Das ist zum einen der Leuchtturm auf der Promenade, 1898 nach 2 Jahren Bauzeit fertiggestellt. Das sind bis ganz oben 138 quälende Stufen. Wer Lust hat, kann sich da hochschleppen und Warnemünde von oben anschauen. Das zweite ist im Hintergrund das Hotel Neptun, 1971 von den Schweden gebaut. Ist 64 Meter hoch, ganz oben die Skybar. Dach kann geöffnet werden, Füße hochlegen, shoppen, Wein in Hand nehmen, Sternhimmel gucken. Und das dritte direkt neben dem Leuchtturm, dann der Teepot mit dem geschwungenen Dach, ist noch so ein bisschen durchs Gebüsch verdeckt. Das ist ein Ulrich Mütterbau, der war Architekt aus Binz, der hat rund 20 Gebäude in der damaligen DDR gebaut, den Teepot Ende der 60er, 68. Gastronomisch eingerichtet, nachher Wende 10 Jahre zu wegen Reichtum. Heute sind wieder 2 Gaststätten drin, im unteren Bereich Modeboutique, Eisladen und Backwarenverkaufsgeschäft. Ja, und einige werden es, zumindest von den Einheimischen, wissen, früher sind die Fähren ja nicht vom Pier West gefahren, früher sind sie von Warnemünde gefahren. 1903 hat man die Linie nach Geetze eröffnet und das war die erste internationale Eisenbahnfährverbindung. Ja, hat sich wenig spektakulär und war aber absolut innovativ. Man konnte in Kopenhagen in den Zug einsteigen und musste ihn in Berlin erst wieder verlassen. Das war auch der Sinn der ganzen Veranstaltung. Heute sind da keine Bahnwaggons mehr drauf.
Und abgefahren sind die für die Nicht-Einheimischen hier gleich auf dem rechten, an der rechten Seite, auf dem Gelände. Und das wurde 2014 an eine Rostocker Wohnungsgesellschaft verkauft. Das sollte eigentlich schon anderen Zustand haben. Da hat aber unser ehemaliger Bürgermeister, der Klaus Wohl-Matzen, gesagt, das, was ihr hier von euch gebt, ist alles völliger Müll. Ne? Wir machen hier einen Bauplanungsstopp für die nächsten 10 Jahre. Und so wird hier erstmal nichts passieren. In Planung ist im unteren Bereich maritime Bummelmeile, darüber Wohnraum, dahinter Parkanlage mit Begegnungsmöglichkeiten, zweite Brücke über den alten Strom. Auch wirklich im Projektplan sehr schön eigentlich. Ne? Wann das hier weitergeht, bleibt offen. Ist sicherlich auch nicht einfach mit dem Wohnraum. Was, glaube ich, klar ist, ist es nichts für einen schmalen Geldbeutel. Da müssen Sie schon ein bisschen mehr auf den Tisch legen. Und wenn Sie hier nachher eine Wohnung kaufen und der Quadratmeter, der irgendwie 4.000 bis 6.000 Euro kostet, da hast du natürlich Ansprüche. Und das ist hier Kreuzfahrtkai. Stellen Sie sich mal vor, Sie wachen auf den Sonntagmorgen auf, Uschi sagt so, viele zieht Gardine auf, lass die Sonne rein, viele zieht Gardine auf, anstatt der Sonne grinsen sich 1.000 Fratzen vom Schiff an, kriegst kein Licht in die Bude, weil der Kahn dir vorm Fenster liegt und sie steht im Hintergrund und hat keinen Schlüpper und BH. Und da muss man ja auch Lösungen präsentieren. Ja, und die gibt es eben nicht, weil der Pier gehört dem Hafen, der sagt, wir wollen Geld verdienen. Die Wohnungsgesellschaft sagt, ja, das wollen wir ja auch. Ja? Und dementsprechend kommt man eben auch nicht weiter. Vielleicht. So, wir sind jetzt auf dem Breitling. Der Breitling, das ist eine bordnadige Verbreiterung der Warnung. Wenn man aufmerksam guckt, hier ist kein auf dem Breitling. Hier aber eine kleine Schale, der weiß auch wahrscheinlich, was er macht. Der Breitling, unbeständige Wassertiefe, links raus 2,70 Meter, rechts raus 30 cm. Wir fahren jetzt 200 Meter weiter, sitzt links 20 bis 30 cm, er kommt auf den Stein raus, rechts ist dann wieder 3 Meter Tiefe. Also muss man sich wirklich auskennen, wenn man hier quer hochgießen will. Und links dann hinter der Mauer, man hat zwei Korvetten und einen Linien. Das Areal wird seit 1913 genutzt. Das war damals Flugzeugbau für die Saaten, aber das Flugzeug, der hat der Seeflieger gebaut und gebaut und Lufthansa-Piloten im Seeflug ausgebildet. Dann vor allem die Seefluglinien, die wir in München haben, in Höhle hochgehalten. Und ab 20 hat Heinkel, Jens Heinkel dann aus der Industrialisierung geflogen. Mit dem hat man 22 in den Schleudersitz entwickelt. Der Flug war 27. August, 39. August, in der Nähe, der eigentlich 178. Dann gibt es dann Marinestützpunkt, bis heute mehrfach umgebaut und ausgebaut. Dann hat man 95 bis 2000 Geschwerte gesprochen, als wollte jetzt noch ein Kapellär verlinkt, die diese Ersetzung in Deutschland hat. Fünf Korvetten sind stationiert, aber auch fünf Alien-Stationen, die wurden dann jetzt auch in den Provinzen der Grundwaffe gekämpft, die haben 10 Fahrzeuge, so sind die Stützen aus dem Fischbeschutz. Und alles in allem, die ganzen
damals entlassen, umgehend auch. Der ist zu Costa gewechselt, Francesco. Des Wasser- und Schifffahrtsamtes und Fischereischutz. Über den Daumen mit allen drum und dran etwa 1000 Beschäftigte im Stützpunkt. Und das Marinekommando ist noch so ein bisschen gesplittet. Das ist eine ähnliche Geschichte wie mit Bonn und Berlin. Ein Teil hat man in Glückstadt, den Großteil in Rostock. Da sind es über den Daumen 700 Mann in etwa, die da beschäftigt sind. Wer länger von Ihnen hier ist, das wäre vielleicht ein bisschen zu lang. Aber 8. Juni ist Tag der Bundeswehr. Da wird hier unter anderem der Stützpunkt aufmachen und sie dann mal schnuppern lassen. So, und dann nähern wir uns so langsam auch dem Seehafen. Der Seehafen Rostock wurde 1957 bis 1961-62 in seinen Grundstrukturen geformt. Man hat ihn bis heute zum viertgrößten Seehafen Deutschlands ausgebaut. Es ist der einzige deutsche Ostsee-Tiefwasserhafen und hat aktuell auch den höchsten deutschen Ostsee-Umschlag. Man hatte damals die Wahl zur Planungszeit zwischen Wismar, Stralsund und Rostock. Nach Rostock kam er wegen der besseren Binnenanbindung. Wir haben ja schon die Autobahn gehabt, die heutige A19. Die Russen haben nach dem Krieg auch nicht alle Bahngleise mit nach Hause genommen, da blieb ja auch einiges liegen. Und in den frühen 80ern waren es dann rund 200 Fahrzeuge, die konnten etwa 2 Millionen Tonnen transportieren. Ja, das ist aus heutiger Sicht sehr viel Schiff für relativ wenig Ladung. Aber heute läuft das eben anders. Aber das war damals so überall in den Häfen. Es gab nur Ausnahmen, wo sie dann schon größer waren. Und heute sind die Schiffe eben bis zu 11-mal größer. Dadurch brauche ich im Prinzip aber nur weniger Schiff, kann mehr Ladung fahren. Dadurch, dass aber der Welthandel gestiegen ist, sind wir wieder auf dem gleichen Level mit der Schiffsstückzahl. Und man fährt aber mehr pro Durchgang. Und das ist auch das, was die Schifffahrt ausmacht. Und aus der Sichtweise heraus, dass man Welthandel betreibt, müssten wir alle Schiffe nochmal 100 oder 200 Meter länger bauen. Das geht eben nicht, weil die Häfen nicht eine Dauerbaustelle sind, wo du ewig baggern kannst und ewig keine Meter verlängern kannst. Aber sinnvoller wäre es für den Reeder, für den Konsumenten und für die Umwelt. Und das ist etwas, was viele auch nicht verstehen und vielleicht auch nicht wissen, weil sie es halt nicht wissen, weil man sich im Binnenland damit nicht auseinandersetzt. Aber ein Schiff ist nur größer, effektiver. Und das Wachstum ist unproportional. Ein 100.000-Tonnen-Schiff ist 250 Meter lang, 44 Meter breit und das 200.000-Tonnen-Schiff ist 55 Meter länger und 10 Meter breiter. Ein Drittel mehr Maschinenleistung und du erreichst trotzdem am Ende genau das Gleiche, nur mit doppelter Ladung. Und das macht die Schifffahrt aus. Und heute sind die Containerschiffe, die großen Containerschiffe, nicht mehr mit 12.000 Containern ausgestattet, sondern mit 25.000. Und das bedeutet dann eben, dass wenn der Container von Shanghai nach Hamburg fährt, dass ein Container 900 Dollar kostet, egal was drin ist. Und ein mittelgroßes Containerschiff mit 12.000 Containern zum Beispiel hat einen Tagesverbrauch von 300 Tonnen. Das sind 309.000 Liter. Da könnte man nur mal den Kopf senken und sagen, mein Gott, dafür kann ich 10 Leben lang jeden Tag Auto fahren und wäre immer noch was übrig. Das heißt aber auch, pro Container verbraucht man auf 100 Kilometer 3,3 Liter. Und das kann keiner. Ein LKW, unbeladen, 16 Tonnen schwer, verbraucht 21 Liter auf der Autobahn.
stechen Container hinten drauf, sind es 35 Liter. Und das ist eben etwas, was viele nicht auf dem Schirm haben. Also ohne die Frachtschifffahrt kommst du nicht aus, das geht nicht. Was die Emissionen angeht, Gruß, wollen wir gar nicht drüber streiten, das ist das widerlichste Zeug, was da oben rauskommt. Muss man aber auch wissen, in der Ost- und Nordsee ist seit 30 Jahren das Schwerölfahren verboten. Der Ruß ist schon wieder ein ganz anderer. Und was CO2 angeht, das ist ja heiß diskutiert, dieses Thema. Der Tonnenkilometer auf dem Schiff produziert 17 Gramm CO2 auf einem LKW 64. Ja. Nicht, wenn es irgendwo steht. Das ist von jeder Seite.